Wikidata trifft Archäologie. In der Bibliothek des Auswärtigen Amtes trafen sich 50 Archäologen und Hobbyarchäologen. Sie diskutierten die Herausforderungen des digitalen Zugangs für das gemeinsame Anliegen. Das Deutsche Archäologische Institut, kurz DAI, richtete zusammen mit Wikimedia Deutschland das Symposium Wikidata trifft Archäologie aus. Die Veranstaltung ist ein Höhepunkt der seit Juni 2012 laufenden Kooperation, die beide Institutionen intensiver miteinander vernetzen soll. Wir haben diesen Ort gewählt, weil wir hier das institutionelle Wissen gesammelt haben. Wikimedia, Wikipedia, das ist das, was wir täglich brauchen. Und ich begrüße es von daher sehr, dass Sie jetzt Ihre Forschungsergebnisse zugänglich machen. Die Wikipedia startete 2001, mittlerweile in 280 Sprachen und monatlich für 450 Millionen Menschen quasi weltweit das Einstiegsportal für Wissen. Wikimedia Deutschland, der Förderverein hinter der Wikipedia, steht ein für die Verbreitung des freien Wissens. Das heißt, sie wollen sowohl Wissen technisch zugänglich machen, indem sie enzyklopädische Informationen online stellen, wie in der Wikipedia. Aber auch in anderen Projekten, die weniger bekannt sind, wie die Wikimedia Commons, Wikisource oder Wikibooks. Sie setzen sich dafür ein, dass Daten als Wissen verständlich werden. Menschen jedweder Herkunft können an diesem Wissen teilhaben. Sie können aktiv so mit diesen Informationen arbeiten, dass sie durch den Umgang mit diesem Wissen interessante Erkenntnisse hinzugewinnen. Das ist die Idee von Citizen Science. Das Thema dieser Veranstaltung heute ist ein ganz zentrales. Wie wird Archäologie, wie wird Wissenschaft überhaupt einer breiten Öffentlichkeit vermittelt? Wie kann sie auch zielgruppengerichtet vermittelt werden? Das Deutsche Archäologische Institut steht für weltweite Grundlagenforschung im Bereich der Archäologie und Altertumswissenschaften. In 36 Ländern und mit 20 Abteilungen arbeiten die Forscher des Instituts nicht nur klassisch mit Spitzhacke und Spaten, sondern mit Hilfe modernster Technologien. Das sind zum Beispiel Klimamodelle, Geophysik, 3D-Modelle, DNA-Analysen und Airborne Laserscanning. Zugleich werden die immensen Bestände der Fototheken, Bibliotheken und Archive des Instituts nach und nach digitalisiert und neu erschlossen. Seien es Architekturpläne, Glasnegative, Gelehrtenbriefe oder Grabungsdaten. Wohin mit den unfassbar vielen Daten, die in über 150 Jahren des Grabens und Forschens zusammengetragen wurden? Bisher waren sie nur einer kleinen Fachcommunity zugänglich. Doch genau diese Daten interessieren die Wikimedia Community und die Fachleute sind bereit, sich mit engagierten Laienwissenschaftlern außerhalb des akademischen Ökosystems auseinanderzusetzen. Die Kooperation der beiden Institutionen fördert die Erkenntnisse über die Lebensumstände der Menschen in der Antike, um die Gegenwart besser zu verstehen und die Zukunft vernünftig gestalten zu können. Erstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die zeitdynamische interaktive Limes-Karte, die auf dem Symposium Wikidata trifft Archäologie erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Die Visualisierung der Limes-Daten in der Limes-Karte wurde aus Mitteln des EU-Projektes RENDER, Reflecting Knowledge Diversity, finanziert, bei dem Wikimedia Deutschland ein Partner ist. Das Ziel von RENDER ist es, die Wissensvielfalt im Internet zu einem Thema für Nutzer leichter zugänglich und verständlich zu machen. Die Limes-Karte unterstützt genau diesen Ansatz. Hierfür werden Informationen aus verschiedensten Datenquellen zusammengeführt, wie aus der Objektdatenbank Arachne von DAI, mehreren Wikipedia-Sprachversionen und anderen Datenbanken. Die Visualisierung in einer dynamischen Karte ermöglicht Nutzern, sich leicht und verständlich einen Überblick über die Entwicklung der römischen Grenzen zu verschaffen und beliebig tief in das dazu verfügbare Wissen einzusteigen. Das Symposium zeigte aber auch das Spannungsfeld, in dem sich die Fachwissenschaft auf der einen und die Vertreter des Citizen Science auf der anderen Seite bewegen. Die Veranstalter hoffen, die scheinbar gegensätzlichen Parteien näher zusammengeführt und zu einer zukünftig fruchtbaren Diskussion angeregt zu haben.